Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Heute ist wieder Bastelzeit angesagt, also wieder eine Deko-Geschichte. Und zwar möchte ich diesen Ringkorb bepflanzen. Da ist auch eine Folie drin. Es sind auch schon ein paar Löcher vorgestanzt. Das habe ich im Vorfeld schon gemacht, dass überschüssiges Gießwasser ablaufen kann. Und ich möchte dann zum Schluss zentral ein Glas reinsetzen mit einer Kerze drin. Und mir war das jetzt wichtig, eine ganz luftig leichte Bepflanzung zu machen. Und zwar habe ich da die Prachtkerze Gaura Lindheimeri. Die ist so ein bisschen rosa-weiß. Also die Blüte ist rein weiß, aber so die Blütenstiele leicht rosa. Und in Kombination mit Stipa tenuissima, das ist so ein ganz feines Federgras. Und das finde ich einfach wunderschön. Das dann als Tischdekoration oder man kann es Balkon oder Terrasse einfach auch neben den Liegestuhl stellen. Und dann würde ich gerne eine Kerze reinsetzen. Ich weiß noch nicht genau, ob die gelbe oder die weiße. Die weiße passt natürlich toll zu den, wie so Schmetterlinge sieht das aus, zu diesen Gaurablüten. Die gelbe sieht aber auch sehr schön aus zu diesen leicht ockerfarbenen, cremefarbenen Ähren des Grases, also Stipa tenuissima. Und dann möchte ich noch ein paar Lücken, falls welche übrig bleiben, einfach mit der Fetthenne Coral Carpet ist das, einfach so noch ein paar dazwischen. Das Ganze passt sehr gut zusammen, also eher für den trockenen Bereich. Sonnig sollte es dann stehen. Genau, und jetzt würde ich anfangen, einfach ein bisschen Erde vorweg einzufüllen. Einfache Pflanzerde. Und zwar fülle ich aber noch nicht voll, weil ich jetzt im Prinzip die Pflanzen dann einsetze. Und da brauche ich dann auch noch ein bisschen Platz für den Wurzelballen, der auch Erde verdrängt. Vorweg habe ich natürlich die Ballen ordentlich gewässert, damit das auch ordentlich feucht ist. Somit kann die Pflanze dann besser anwachsen. Hier gucke ich schon mal, dass ich ein klein bisschen den Ballen etwas kleiner mache, damit das so dazwischen passt. Genau, dann kommt schon die nächste Gaura. Ich habe das immer gedacht, zwei Gaura nebeneinander und dann kann einmal ein Gras folgen, einmal dann das Stipa tenuissima. Das ist wirklich so ein ganz, ganz, ganz feines Gras und das sieht immer wunderschön aus, wenn das sich im Wind bewegt. Und dann kann ich jetzt schon immer gleich die Löcher schließen mit der Erde. Hab immer so einen kleinen Vorrat vor mir liegen und setze dann die nächste Pflanze ein. Genau, wieder so einen kleinen Sedum. So, dann kommt wieder eine Prachtkerze. Kann ich so ein bisschen drehen schon mal. Nehme ich wieder einen kleinen Sedum. Und dann geht das schon wieder weiter mit der Gaura. So, eins und zwei. Manchmal hat man da noch so kleine Teilstücke von dem Sedum, die kann man dann auch einfach so reinsetzen. Die wachsen eigentlich relativ gut auch an. Das ist wirklich auch eine Pflanze, die wenig Wasser braucht, weil sie halt so dickfleischige Blätter hat. Da speichert sie halt ihr Wasser. Genau, so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt würde ich dann dieses Glas dort reinstellen. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Welche Kerze würdet ihr wirklich schöner finden? Einmal gibt es hier die gelbe Kerze. Ich mache da tatsächlich noch ein bisschen Sand unten rein, damit sie gerade steht. Dann kann man sie auch besser fixieren und dann wackelt sie nicht so.
Genau, das wäre jetzt die Variante mit der gelben Kerze. Finde ich nicht schlecht, weil das ja die Enden von dem Gras auch so ein bisschen ockergelb sind. Jetzt möchte ich aber auch noch mal die weiße ausprobieren. So, sie ist nicht ganz so hoch, aber ich finde, vielleicht hat das auch so seinen besonderen Reiz, wenn sie an ist, ja, das so ein bisschen durchscheint durch die Blüten und durch das Gras. Genau, das ist jetzt meine neue Tischdekoration. Ich hoffe, euch gefällt's. Eine Inspiration vielleicht zum Nachmachen. Man kann das Ganze natürlich auch in einer Schale nachpflanzen, dass man in der Mitte halt von vornherein das Glas reinstellt und dann einfach außenrum bepflanzt. Ich finde Gaura und dieses feine Gras, das eignet sich halt wunderbar dafür, für den sonnigen Standort, Terrasse oder Balkon. Ich hoffe, dass ich euch eine kleine Inspiration geben konnte, was man so mit Stauden alles machen kann. Über ein Like würde ich mich immer sehr freuen. Bis dahin eine schöne Gartenzeit.